Hallo bei Ohne Maulkorb. Heute ohne Dolezal. Ist eigentlich unglaublich, der lohnt mich da, der Rudi. Und dann ist er nicht da. Servus, Herbert. Ja, was ist das? Servus, was machst du da? Da drüben ist dein Platz erst. Ja, aber das ist dein Platz und du bist nicht da. Ja, was ist, ich habe ja gesagt, ich komme gleich. Ja, aber was machst du da? Ich mach ran, Rudi, ran, die Wampen muss weg. Was glaubst du denn? Schau dir an. Ja, grüß dich. Da wirst du ein paar Jahre. Was? Da wirst du ein paar Jahre rennen. Aber Alter, Studio. Du bist auch nicht schlecht, bitte. Ja? Das stimmt, aber ich kann nicht mehr rennen. Servus. Grüß dich. Hallo, meine Damen und Herren, ein bisschen ein anderer Anfang. Ich freue mich, also ich habe die eingespeichert bei mir im Handy, Herbert Prohaska, Fußballgott. Ja, ist mir ein bisschen übertrieben. Ein bisschen aber nur. Ein bisschen. Der Fußballer hätte gereicht. Weil das bin ich auch schon lange nicht mehr. Aber ich sage auf alle Fälle danke für die Einladung bei so einem weitgereisten, berühmten Menschen, wie du bist. Na, danke, das ist lieb, aber du bist ja sozusagen... Also ich bin auf jeden Fall jemand gewesen, der am Fernseher und auch live gehangen ist, wie du, wie eigentlich, sagen muss man ehrlich sagen, kein anderer mit deinem Spielstil fußballerisch sozusagen Erfolge weltweit gefeiert hast, die man ja nicht nur in Österreich, Inter Mailand, Nationalmannschaft, der berühmte Spitz, ne, der von Izmir, da bin ich, da, wenn ich mich recht erinnere. Na, aber danke, dass du gekommen bist. Mir geht es ja darum, in Ohne Maulkorb mit Dolezal auch ein weites Spektrum zu haben. Also da sitzen Leute, die Bestseller-Autoren sind, Oscar-Preisträger, Weltstars des Fußballs, heute auch als Kommentator natürlich, immer noch Österreichs Fußball-Besserwisser. Ich meine, mit dem dritten und vierten Fall, aber das war's. Da haben wir heute kein Problem, weil wir reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Genau. Das ist eben das. Ich bin eben aufgewachsen mit im Dialekt. Ja. Rund um mich hat alles Dialekt geredet, auch meine Eltern. Ja. Und ja, in der Schule haben wir dann natürlich versucht, ein bisschen schöner zu sprechen, aber dadurch ist dritter, vierter Fall, aber ich habe überhaupt keine Probleme damit. Es ist ein bisschen so, wenn man so will, fast schon wieder nachdem meine Schneckerl, die mein Markenzeichen waren. Ja, du bist waren. Aber immer noch Schneckerl. Ich habe gesehen, da kraselt sich noch ein Haar. Nur mehr auf der Seite, aber nachdem die Welt... Ist eben jetzt der dritte, vierte, vor allem mein Markenzeichen. Du musst schauen, genau, dein Trademark. Ja. Du, ich bin im Gemeindebau aufgewachsen. Ja? Also ich habe mich auch nie geniert dafür. Rufgasse 4, Stiege 3, Tür 1, weil wir ewig merken. Ja, ja. Sogar ein Fotograf von der Kronenzeitung ist auf der Zwarerstirn aufgewachsen, den ich fotografiert. Bei mir ähnlich. Hasenleitengasse 5, Block 6, Stiege 2, Tür 1. Das merkt man sich ewig, gell? Ja. Das bleibt natürlich. Man, ja? Ja. Wie war die Zeit, wenn es das ein bisschen zurückdenkst? Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das eigentlich die schönste Zeit, obwohl wir gar nichts gehabt haben. Ja, ich habe schon oft erzählt, niemand rundherum hat mehr gehabt, deswegen hat es keinen Neid gegeben. Es hat nur Freundschaften gegeben. Du hast gewusst, der Luxus gibt es nicht. Wir haben gehabt keinen Fernseher, kein Telefon, kein Auto, kein Rau. Ich habe nicht einmal ein Rau gehabt, kein Moped. Gar nichts. Aber ich habe meinen Freund gehabt und mit den Freunden haben wir sie getroffen in den sogenannten Fußballplätzen, Käfig. Dort haben wir Fußball gespielt den ganzen Tag. Wir sind nie auf Urlaub gefahren und trotzdem war es aber total unbeschwert. Ja, weil mir ist es immer so vorgekommen, wir haben gar keine Sorgen. Wir haben zwar kein Geld, dass wir sich was leisten können, aber wir hatten Essen, Trinken und Schuhe und Gewand. Das war da. Und Freundschaften. Und Freundschaften. Und die Freundschaften waren natürlich das Wichtigste. Also es gibt heute noch in der Gegend, wo ich gewohnt habe, gibt es noch den einen oder anderen, den ich noch immer sehr gut kenne. Und die, die ich nicht erkenne und zu mir sagen, Berti, ja, das haben sie nur in der Hasenleitengasse gesagt zu mir. Und auch meine Eltern haben zu mir, ich habe immer gesagt, warum habt ihr mich Herbert getauft? Und sagt immer Berti zu mir. Ja? Und wenn heute wer Berti sagt, habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil dann weiß ich, ich müsste ihn kennen, weil ich so aufgewachsen bin. Aber ja, super Zeit. Natürlich ist es dann im Laufe der Zeit rein vom Leben her besser geworden.
Aber auch die Sorgen sind mehr geworden und so weiter. Also ich sage, die Kindheit in Simmering, die war eigentlich das Schönste. Ja, aber geht es bei denen da so, dass dann irrsinnig viel kommen und sagen, weil sie wissen, du erinnerst dich nicht, dass sie gemeinsam mit dir in der Gossen waren oder so. Ich habe zum Beispiel mindestens 5000 Schulkollegen, die sagen, ich bin mit dir in die Schule gegangen. Ja, ja. Ja, weißt du, solche Dinge passieren mir immer. Ja. Also ich war einmal in Simmering, essen mit meiner Familie. Und eine größere Familie, so sicher so 8 bis 10 Leute, die waren fertig und sind gerade gegangen. Und dann bleibt einer stehen zu mir und sagt, na hallo Herbert, kennst du mich nicht mehr? Und dann sage ich, du, es ist mir unangenehm, aber nein. Und der sagt, wir haben beide gemeinsam bei der Austria im Nachwuchs gespielt. Jetzt steht er mit der ganzen Familie und ich sage, ich habe bei Austria nicht im Nachwuchs gespielt. Ja? Und der beharrt aber darauf. Der sagt, ich werde doch wissen. Und jetzt wollte ich ihm natürlich nicht vor der Familie und sage ich, ja, vielleicht kann mich ihn nicht mehr wirklich erinnern, es tut mir leid, schön, dass du da bist, und der ist dann gegangen, glücklich. Aber ich habe nie bei Austria im Nachwuchs gespielt, ich kann gar nicht mit ihm gespielt haben. Und solche Sachen passieren halt auch. Ja. Ostbahn 11, ne? Ich habe Ostbahn 11 gespielt bis zu meinem 16. Lebensjahr, und dann bin ich zu Austria gewechselt. Weißt du, was mir passiert ist? Ich wohne ja, wenn ich in Österreich bin, draußen in Burgersdorf. Ja, und da ist mein Leibarzt jetzt in Pension gegangen und bin ich bei einem anderen, der mich auch lange kennt. Und der heißt Wawrowski. Ja, pass auf. Und ich bin jetzt bei dem, auch wegen Corona und schauen und hin und her. Und dann rede ich so ein bisschen und sage ich, Entschuldigung, dass ich da jetzt so viel Dialekt rede. Sagt dann, mir brauchen Sie nichts sagen, ich habe früher Fußball gespielt. Sag ich, was, wirklich? Kommt dann mit einem Foto, dass er mit der Austria, da bist du drauf gewesen. Günter Wawrowski, ja. Ja, hallo. Ja, da bist du drauf gewesen. Und er war einer der drei Tormänner. Ja, genau. Vielleicht hauptsächlich, weiß ich nicht, bei der zweiten hat er gesagt. Er hat damals U21, genau. Glaube ich, gespielt. Ja. Ja, also früher hat man gesagt, die Reserve oder zweite Mannschaft. Und da bist du aber irrsinnig gestiegen in meiner Achtung, ja, jetzt mit dem Prohaska auf ein Teamfoto allerweil. Ja? Ja, ja. Nein, aber wir zwei haben ja auch einmal Fußball gespielt. Ja, aber ich... Da wirst du dich nicht mehr erinnern. Also nicht bei der Austria, um Gottes Willen. Und zwar war das so, ich kann mich natürlich ewig erinnern, weil das mir nur ein einziges Mal passiert. Ich habe damals gemacht Austria für Afrika, so eine Hilfsaktion mit allen Popstars. Und da haben wir auch so Seitenveranstaltungen gemacht, wo man noch Geld, über 1 Million ist da zusammengekommen, aber ziemlich gute Geschichte mit der Ambrose, Fendrich, Tanz und so. Und da haben wir auch Gickerl veranstaltet, ich glaube, auf einem Austria-Platz, entweder im kleinen Stadion oder auf einem Train. Und da waren auch ziemlich viele Leute und da haben gespielt Journalisten gegen Künstler. Ja. Und damit es nicht eine ganz wertlose Gickerei wird, haben in jeder Mannschaft ein richtiger Fußballer gespielt. Du hast Gott sei Dank in meiner jetzt Mannschaft gespielt und in der anderen der DG Orgi. Jetzt kann und ich mich wenn erinnern. Ich mich erinnere, da haben wir zwei richtige Tormänner gespielt. Ich glaube, der Konzilier, weiß ich nicht mehr, der Baumgartner. Ist möglich. Wurscht. Ich weiß, dass der DG Orgi auf der anderen Seite gespielt hat, genau. Und ich gespielt habe. Ich weiß es deswegen. Aha. Weil es war so, ich war am Samstag bei einer Hochzeit, aber eine richtige burgenländische Hochzeit. Okay. Eingeladen mit Ende nie. Und wir haben dort geschlafen. Und ich wusste, ich muss aber am nächsten Tag, wir haben am Vormittag gespielt. Das stimmt. Im großen Horststadion damals noch. Ja, ja. Haben wir gespielt. Und ich musste dann zeitig in der Früh, ich glaube, ich habe maximal 2 Stunden geschlafen. Bin dann gefahren beim Festl, vielleicht auch noch das eine oder andere Achterl gespielt. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube es eigentlich auch nicht, aber könnte sein bei einer Hochzeit. Wenn du ein Match am nächsten Tag hast, bitte, dann trinkst du doch keinen Alkohol, oder? Ja, aber das war ein guter Freund, der da keinen hat. Da muss man quasi. Ja, und ich weiß noch heute, der berühmte Urbanek vom Naschmarkt, genau. Der Gerhard, hat auch bei meiner Mannschaft gespielt. Ja. Und den habe ich dreimal den Ball durchgespült und der ist dreimal lahm Golmer gerannt und hat kein Tor geschossen. Und mir sind schon so die Kabeln da rausgekommen, keine Luft bekommen, völlig übermüdet. Und ich glaube, dass wir verloren haben. Also was ich mir erinnern kann, und das erzähle ich auch natürlich, so wie sozusagen vielen Leuten, du hast einmal bei unserem Strafraum, beim Fünfer, die Wuchtel genommen.
den Ballen und hast dann am Weg zum anderen Tor alle mindestens zweimal überspült und dann mit dem Ferscherl, wer immer der andere Goalmann war, so lang hast du mit ins Goal geschossen. Und da war mir klar, also das ist sozusagen, Weltklasse ist eine Untertreibung. Ja. 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 Okay, aber das muss halt drinnen sein bei Jungsmatch. Ja, ja. Also bei den Profis ist das dann um etwas schwieriger. Aber ich kann mich auf das Spiel erinnern und das war sehr unterhaltsam, weil da haben eben so Leute gespielt wie der Willi Resetaritz, genau, und richtig, so. Ja. Der mir schon nach 20 Minuten gesagt hat, also spielen wir eh kein ganzes Match, weil der hat auch schon keine Luft mehr. Nein, es war lustig. Ja. Lustig. Naja, ich habe ja wirklich ein bisschen Fußball gespielt, aber natürlich beim wichtigsten Verein der Welt. Es war nicht die Wiener Austria, muss ich enttäuschen. Es war auch nicht Rapid für alle, die da zuschauen. Es war natürlich der First Vienna Football Club. Also ich habe bei der Vienna gespielt. Sollte mein Vater heute runterschauen, der wird die abuseln, weil der wird sagen, es hat also doch noch einen zweiten Anhänger von der Vienna gegeben. Mein Vater war fanatischer Vienna-Anhänger. Ich war als Bub eigentlich deswegen kein Anhänger von einem Club. Ich habe eher immer so die guten Fußballer bei allen Vereinen bewundert. Aber ich habe von damals hat es ja viele Mannschaften in Wien gegeben. Und jede Sportclub, Woche ja, Wacker Wien und Wien. Simmering und Schwächert und WRC, Sportclub und. Admira. Und mein Vater war wirklich fanatischer Wiener-Anhänger. Wir sind von mindestens 10 Mal sind wir auf der Hohen Warte gewesen. Mhm. Ja? Und haben sie bei Wiener spielen? Bei Wiener spielen. Na klar, weil er ist mit mir, nur wenn die Wiener einmal in die Bundesländer gespielt hat, dann sind wir 7 Mann dann auch schon gegangen in Wien. Mhm. Ja, aber und das war eben immer so, dass die Wiener aber sehr oft um den Abstieg gespielt hat. Ja. Und dann haben sie mich einmal gefragt, in der Schule haben mich natürlich die Buben, was ich für Anhänger bin, und ich habe mir nicht Wiener sagen traut. War auch nicht Wiener-Anhänger, aber hätte wollen sagen, ich siege nur die Wiener. Ja? Ja, ja, ja. Aber nein, mein Vater war für Vienna, hätte alles getan. Und dann wirklich viele, viele Jahre später habe ich bei Austria gespielt und habe ihn auch mehr Tor geschossen. Dann ist die Vienna angestiegen. Yes, ja? Es war ein Drama. War der ein Papa Drama. Base, oder? Nur, nein, er war nicht. Mein Vater war immer so, der hat immer gesagt, wenn man Vienna gegen Austria gespielt hat, er wünscht sich so ein Unentschieden, dass die Vienna einen Punkt hat und ich die halbe Gage vom Match. Ja, ja. Aber der hat wirklich gelitten mit der Vienna. Naja, sozusagen das Jetzt ist ja überhaupt, da gibt es auch noch eine Geschichte. Also warum ich bei der Vienna gespielt habe, ist, weil ich natürlich im 19. Bezirk in die Schule gegangen bin. Ich bin im 9. im Gemeindebau aufgewachsen mit meinen Eltern, aber die haben dann ein Spiel- und Sportwarengeschäft im 19. Ja, gehabt. Ja. Und deswegen, weil der Bub so alles besser haben, haben sie mich dort ins Gymnasium geschickt. In der Nähe von ihrem Geschäft. Und der Direktor war ein gewisser Sames und der war im Vorstand von der Vienna. Okay. Und der hat selbst so ein bisschen die begabteren Buben immer ausgezahlt und hat gesagt, jetzt. Und da war so die warst du begabt? Naja, ich habe einen Linken gehabt und ich habe schnell Renner kennen. Ja, ich habe sozusagen. Ja, das ist schon heute die halbe Miete. Ja, aber es war so. Mein Vater ist dann gegangen, wie ich gekommen war, Junioren, und hat mich abgemeldet und hat gesagt, mein Sohn wird nicht Fußballer. Ja. Und ich war ja irrsinnig Hase. Ich habe gesagt, scheiße, ich will aber Kicker werden. Ja. Vielleicht war es eh gut. Ja. Aber das Lustige ist, ich bin immer noch gegangen, auch wie sie dann gespielt haben, jetzt zweite Liga und so weiter. Und ich glaube, der Posch war der Trainer. Da hat der Katzer noch gespielt, der jetzt sozusagen bei der Wiener Sportdirektor oder was immer ist. Und ich war ja am Fußballplatz immer laut. Also, wie du siehst, bin ich ja völlig zurückhaltender Mensch. Ja, ja, natürlich. Ich spreche auch ganz selten. Ich kenne dich auch nicht. Ich bin ganz ruhig. Also, ich bin mehr Schweiger als Sprecher. Auf jeden Fall am Fußballplatz los ist total aus. Ja. Schiedsrichter zum Telefon und die ganzen, wie es halt so gehört. Ja. Burenwurst, ja, da muss alles dabei sein. Richtig. Mein Vater hat immer gestritten am Fußballplatz. Ich habe mich immer dann so geniert, weil dann mindestens 20 Leute zu meinem Vater gesagt haben, ahnungsloser, halt jetzt den Mund. Aber es gibt schöne Geschichten. Eine Geschichte, weil du gerade gesagt hast, die mit der Burenwurst. Ja.
Mein Vater war so ein Mensch, der ist arbeiten gegangen und von seinem Lohn hat er alles meiner Mutter gegeben. Und meine Mutter hat ihm dann das Geld gegeben, wenn wir so mal am Fußballplatz gefahren sind, hat gesagt, wie viel brauchst. Der Eintritt kostet so viel, dann kriegst du so viel noch dazu für eine Bohrenwurst und für die Stadtbahn oder Straßenbahn und so weiter. So, das hat es ihm gegeben. Und wir haben das Geld mitgehabt, Eintritt zahlt und in der Pause eine Bohrenwurst. Holzstandl hinter da am Stehplatz in der Wiesen. Und das Schöne war, wir sind immer dort stehen geblieben, ums Eck, haben am Brettl gegessen. Und bei einem Match ist mein Vater das holen gegangen und plötzlich sagt er, komm, geh da rauf, klein die Wiesen da rauf. Und sage ich, wieso ist meine, geh da rauf. Ja, ganz besch und hastig. Und sage ich, was war? Sagt er, schau, die Mama hat uns zu wenig Geld mitgegeben. Ich habe aber einen silbernen 25er gehabt, ein silberner 25er, mit dem habe ich gezahlt. Der hat geglaubt, das ist ein silberner 50er und hat mir auf 50er rausgegeben. Und dass er nichts zurückgegeben hat, wir so von Geld haben wir müssen 100 Meter weiter oben essen. Also, das heißt, umsonst habt ihr das gekriegt. Umsonst, ja. Und Gewinn. Herrlich. Das sind schon interessante Geschichten. Später, wie ich dann eben da einmal draußen war, weil in der Kronenzeitung immer die Berichte von den Wien-Spielen, weil die Wiener eben angestiegen ist. Und da hat einmal irgendwer geschrieben, es war nicht der jetzige Programmdirektor Max Madalik, der früher auch Sportdirektor war, und hat geschrieben, wenn die Wiener so viel Einsatz gezeigt hätte, ja, wie der tolle Schall geschrien hat am Bogen, dann hätte es nicht verloren. Ja. Aber der Fußball ist ja doch dein Leben, oder? Ja, und zwar eigentlich aus einem Grund, weil ich ja nichts anderes kann. Ja, ist ja so. Das Singen, bist du auch ein Hitparadenstürmer? Nein. Kommen wir noch dazu. Genau. Erinnere ich dich genauso wie beim Kind. Ich bin begeistert, ja. aber nicht jetzt wirklich als Talent zu bezeichnen. Aber bei mir war es halt so, dass ich im Prinzip sehr dankbar bin, dass ich jetzt noch immer im Fußball bin. Ich bin jetzt zum Beispiel bei der Krone. Im Sommer wären es 21 Jahre. Mhm. Ja, und aktiv Fußball habe ich gespielt 18 Jahre. Mhm. Ja, also ich bin länger jetzt schon beim ORF. Und es ist aber so, dass es schön gegangen ist. Ich war 18 Jahre Profispieler, ich war 11 Jahre Profitrainer und jetzt bin ich 21 Jahre beim ORF. Und es ist immer Fußball geblieben. Mhm. Und das ist auch das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, okay, da kenne ich mich aus. Natürlich weiß ich auch nicht alles. Oder kann alles voraussagen, schon gar nicht. Aber da weiß ich, seit meinem 10. Lebensjahr habe ich zum Fußballspielen angefangen. Und das ist bis heute so. Und das ist natürlich schön. Ich wollte gerne ein Musiker werden. Ja, habe das auch einmal kurz probiert, ein paar Monate. Na, du warst sehr gut im nach innen singen. Also du hast sehr gut gesungen, aber wenn man manchmal sagt, Herbert, kannst du das noch innen aussehen, dass man nichts hört. Ne? Nein, dann bleiben wir noch kurz beim Fußball, kommen zur Musik. Was mich interessiert ist, du hast ja wie ein paar, Ikonen, wie Arthur Krankl und ein paar andere, auch eine internationale Karriere gemacht. Mhm. Ja? Und bei dir war es Inter Mailand und dann Roma, wo es ja auch die Meisterschaft, wenn es jetzt sogar das Double war, oder? Nein, Cup-Sieg sind wir mit Inter Mailand wurden und Meister mit sowas rum. Und da ist immer eine Geschichte, die hat mir der Krankl nie erzählt. Und obwohl ich mit dem Krankl auch einiges gearbeitet habe, der hat ja auch ein paar Plotten gemacht mit dem Zenker und so weiter. Da gab es immer das Gerücht, dass der Krankl, wie er bei Barcelona dann, dass der Torschützenkönig und alles, zurückkommen ist zur Vienna. Ja. Ja? Er wusste warum. Ja? Also, ja? Wie auch Werner Herzog und Andi Herzog und so weiter. Viele gute Kicker immer wieder ausgeliehen. Und ja, aber er ist, glaube ich, zurückgekommen. Stöger, da bei Vienna. Genau, Stöger. Ja, ja. Und da hat es geheißen, weil er das österreichische Essen angegangen ist. Glaubst du, kann das stimmen? Nein, das kann nicht stimmen. Also, ich meine, eins ist natürlich klar. Ich habe ihn gekannt, solange er aktiv gespielt hat, war er ganz sicher, hat er viel lieber das österreichische Essen gehabt als das spanische. Hundertprozentig. Aber deswegen ist er nicht zurückgekommen. Nein, in etwa weiß ich ja, warum er zurückgekommen ist. Aber das soll er eigentlich selber erzählen.
Und ja, aber man muss natürlich sagen, diese 3 Jahre für mich in Italien, da ist halt so ein bisschen so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Als Kind, wie ich so 10 Jahre alt war, war halt damals in Europa die beste Mannschaft hinter Mailand. Die haben zweimal den Vorgänger der Champions League hintereinander gewonnen, zweimal den Weltpokal. Der große Sandro Mazzola hat dort gespielt. Und ich war... Hat er an Bord gehabt, glaube ich. Genau. Ja, natürlich. So ich habe ihn, glaube ich, auch nur deswegen gehabt, weil er ankommt. Aber, naja gut, und wer, dann hast du das italienische Essen, liebst du die italienischen Autos? Das war zwar mein zweites, aber das erste habe ich nicht lange gehabt, war Alfa Romeo. Ich bin sogar in Mailand an Alfa Romeo gefahren. Und dann kommen plötzlich, dann hast du die Mode und alles halt in Italien, die Sprache und das Land, du weißt, das ist dort, zumindest in Rom ist fast das ganze Jahr über nicht wirklich kalt. Und dann kommt Inter Mailand und will mich haben. Das einzige Problem war damals nur, dass ich auch AC Milan, die ich auch bewundert habe, weil mein Lieblingsspieler war der Gianni Rivera, der hat wieder bei Milan gespielt. Beide sind gekommen und dann musste ich mich halt für einen entscheiden. Aber und da, es waren erstens einmal meine 3 wichtigsten Jahre, nicht meine schönsten, sondern meine wichtigsten. Weil natürlich finanziell die Basis gelegt worden ist, zum Beispiel Haus bauen. Ja, das ist dann, das kannst du dir dann bauen lassen. Viele Menschen, die bauen sich ja selber. Das hätte ich, da war ich heute noch nicht fertig, wenn ich ein Haus baut hätte. Und ja, natürlich auch, das Wirtschaftliche war gut, ich habe eine Sprache gelernt. Und dann ist natürlich, wenn du in Rom bist, kulturmäßig, wenn du dich ein bisschen dann interessierst und kein Banause bist, ist es ja, da müsstest du ja 20 Jahre dort leben, dass du wirklich alles gesehen hast. Und das war wunderbar und ich bin nach wie vor dann nach Rom, fast jedes Jahr nach Rom gefahren, so immer am Wochenende, 3-4 Tage und so. Und die Mentalität ist natürlich unglaublich gut. Und vor allem, was mich überrascht hat, ist, dass die Italiener wirklich, vor allem in Rom, einen ähnlichen Schmäh haben wie wir Wiener. Der wirklich? Ja. Und das war, oder vielleicht habe ich es in Mailand am Anfang noch nicht ganz so verstanden, aber in Rom habe ich ja dann schon Italienisch ziemlich gut gekonnt. Und deswegen war natürlich auch der Schmäh dann da. Also es war eine unheimlich schöne Zeit, die leider viel zu früh zu Ende gegangen ist, aus verschiedenen Umständen, aber das wird jetzt viel zu lange dauern, interessiert gar keinen mehr. Und ja, aber mir ist nichts Schlimmes passiert, ich bin wieder von der Austria nach Italien gegangen und habe wieder geschafft, dass ich zurückkomme. Wobei ich sagen muss, vielleicht interessiert dich das. Ja. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte. Jetzt bin ich nach Italien gekommen und ich war mir ja, damals durfte ja nur ein Ausländer pro Club spielen. Ja, und ich komme zum großen Inter, das war natürlich ein Wahnsinn. So. Und an dem Tag, wo die Vertragsverhandlungen waren, habe ich plötzlich aber im Kopf gehabt, aber was passiert, wenn ich da mich nicht durchsetze, dann verkaufen mich die irgendwo hin. Und ich, vielleicht will ich aber dann gerade wieder zur Austria zurück, zu meinen Freunden und in meine Stadt und so weiter. Und einer meiner alle Punkte, was ich angeführt habe in diesem Vertrag, haben die immer nur, ja, ja, oder damals für mich Wahnsinn, 13 Seiten Vertrag. Ja, die haben alles abgehakt und ich habe dann gesagt, ich möchte bitte eine Klausel. Und da habe ich gesagt, 3 Millionen Schilling. Dass ich nach Österreich zurückgehen kann. Ja? Ich habe gesagt, wenn es mir in ein anderes Land, wenn ich sage, okay, mir ist Deutschland, England oder was immer, recht, könnt ihr verlangen, was ihr wollt. Dann müsst ihr gerne. Nur Österreich kann keine großen Summen zahlen. Ich bin damals, kostet habe ich glaube ich 13 Millionen und ich wollte um 3 zurück. Und dann haben die gesagt, also sie sind eigentlich sehr enttäuscht von mir, weil ich bin noch gar nicht da. Und will schon eine Klausel wieder fürs Zurückgehen. Das habe ich verstanden und habe gesagt, ja, aber ohne der Klausel unterschreibe ich nicht. Und dann war ein Break, 20 Minuten Pause. Und dann bin ich damals mit meinem Manager oder Berater, mit Dr. Skendafani, spazieren gegangen da beim Intergelände. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kurz bevor die 20 Minuten um ist, ich habe es jetzt.
wir werden alles kriegen, was wir wollen. Entweder so oder so. Und er hat gesagt, was, sag ich da, lass mit Ritter reden. Ne? Und dann hab ich gesagt, also ich verstehe das, dass ihr das nicht gut findet, dass ich schon wieder zurückgewollt. Habe ich gesagt, okay, also ich zeige euch jetzt, dass ich da bleiben möchte. Ich brauche keine Klausel und ihr gebt mir einen 10-Jahres-Vertrag. Ja, damit haben sie, waren die wie erschlagen, ich bin erst gekommen. Na, 10 Jahre, aber bei uns unterschreibt niemand. Sag ich, na ja, aber damit seht ihr, dass ich ja da bleiben will. Könnt ihr mir länger angeben, 10 Jahre? Und dann haben sie gesagt, okay, kriegst du einen 3-Jahres-Vertrag und kriegst die Klausel rein. Die dann natürlich gut war, weil, wie ich nach Rom gewechselt habe, haben die müssen meinen Vertrag übernehmen. Und ich konnte mit dann, der Klausel. Und konnte dann mit dieser Klausel dann nach Österreich zurückgehen. Naja, und dann auch noch mit der Austria auch noch mal erfolgreich und dann sozusagen nicht, auch noch einige Titel und alles Mögliche. Ja, ja, Austria war natürlich, das wird ewig mein Verein sein. Du hast ganz zufällig so ein Hemd da heute, gell? Also die, ja, oder so Farbe, ne? Naja, es ist, Violett. Es ist nicht zufällig, sondern ich habe nur solche Farben. Ich habe nur solche Farben. Ich hätte jetzt ein anderes aussehen können, hätte aber wieder. Na, ein grünes Hemd, glaube ich, mit dem warst du nicht gekommen, oder? Das können wir ausschließen. Ja, wobei ich aber sagen muss, ich bin natürlich jetzt schon in einem gesetzteren Alter und so weiter. Ich habe zu Hause einen grünen Pullover, den ich aber immer nur in Amerika anziehe. Wenn man noch ein Jahr gewartet hat, habe ich auch den grünen Pullover an, weil dort ist die Gefahr, dass mich wer sieht und schimpft, nicht groß. Glaubst du, wird dich wer schimpfen, wenn du auf der Straße in Wien mit was Grünen gehst? Ja, es kann sein. So. Aber ich glaube, heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber um jetzt ohne Spaß, würde ich sagen, wenn ich jetzt jeden Tag einen grünen Pullover anziehe, dann bin ich nur lang kein Rapidler, dann werde ich trotzdem immer Austrianer bleiben. Aber es ist doch, um es kurz zu machen, es ist doch schön und war immer schön, dass es Austria und Rapid gibt. Überhaupt keine Frage, weil das waren für mich die wichtigsten und schönsten Spiele im Jahr. Du vergisst die wichtigsten Club, also nicht Austria, und Rapid. Ja, Vienna haben wir auch, aber Vienna. Ja. Öfters habe ich halt gespielt gegen Rapid, weil die Wiener nicht immer in der Das macht mich jetzt schon sehr traurig, ja. Muss ich schon sagen. Mein blau-gelbes Herz weint. Aber die kommen jetzt wieder, die sind im Kommen. Ja, das dauert ein paar Jahre. Der Kater Mäcki bringt es zusammen. Genau. Gut, meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Jetzt, wie Monty Python sagen würde, now to something completely different, jetzt zu etwas ganz anderem und dann sind wir gleich wieder hier. Ja, zurück bei Ohne Maulkorb mit Dolezal und vor allem mit Herbert Schneckerl-Prohaska. Danke noch einmal, Herbert, dass du heute unser Gast bist. Sehr gerne. Wir haben uns jetzt um einiges schon über Fußball unterhalten, aber du weißt, Fußball ist ja nur meine zweite Spezialität. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch den Hans Krankl in diversen musikalischen Situationen gefilmt. Also mit dem Zenker noch, wie die Platten gemacht und so weiter. Und unter anderem, bilde ich mir ein, ich habe ein Live-Konzert gefilmt, wo du auch einen Gastauftritt gemacht hast. In Wien. Ja, ich glaube in der Stadthalle. Ja. In der Stadthalle war, glaube ich, 40. Geburtstag von Beat Art. Ein sehr guter Freund von mir, der also so viele, viele Covernummern seit, weiß ich nicht wie lange, 30, 35 Jahre spielt, mit denen ich jetzt in der Zwischenzeit, also da gibt es von Monty Beton den Toni Matositz. Monty Beton war auch dabei. Genau, der Toni Matositz und der Beat Art, das sind die Holy Boys und vor ja, 12, 13 Jahren haben sie mich getauft. Ich bin praktisch der dritte Holy Boy und tritt mit denen also seit 13 Jahren auf. Macht sehr viel Spaß. Aber es ist natürlich klar. Demnächst der Grammy, nicht? Habe ich gehört. Ganz, ganz knapp, immer in der Ausscheidung. Also bei was, unser bester Sänger, ne? Was ich kriege, ist nicht Grammy, sondern vielleicht ein Gramme. Knell. Daheim, wenn du brav bist. Ja, ja. Nein, also. Hoffentlich ein Sauerkraut dazu. Ja, ja. Also sagen wir so. Ja. Hans Krankl ist es jetzt in der Zwischenzeit seine Passion, auch zu singen. Ja. Ist ja auch ein großer Musikspezialist, muss man schon sagen. Ja. Das wissen nicht inzwischen eh schon viel, aber. Ja, ja, der ja, beschäftigt der sich aus, sehr ja. viel damit und ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viele CDs der daheim hat. Und ich meine, ich habe auch
viel Interesse, sehr viel CDs zu Hause von allen Großen. Aber für mich ist es natürlich Hobby und Spaß. Ja, also ich weiß, was ich kann und was ich eventuell singen kann und tue nie jetzt irgendeinen Wunsch äußern, sondern wir haben natürlich Proben und so weiter. Und da merke ich auch für mich selber, da kann ich mich schon ganz gut einschätzen. Okay, da bin ich nicht dabei, weil das kann ich nicht. Aber es macht viel Spaß, weil ich habe so in einem Konzert sicher so immer so 8 Nummern. 4 vor der Pause, 4 nach der Pause. Wir haben sehr, sehr viel Spaß. Und ja, das ist das Wichtigste für mich. Und ja, aufgewachsen, ich bin halt aufgewachsen in der Zeit, so sagen wir so, von Mitte oder gegen Ende der 60er Jahre und die ganzen 70er Jahre, wo natürlich unglaubliche Gruppen waren, wo die Zeit war von Woodstock, war aufgrund meiner Haarpracht, habe ich die Haare aus den Woodstock lassen. Nein, aber ich war furchtbar stolz, wie mir einer zu mir gesagt hat, du schaust aus wie der weiße Hendrix. Ja? Ja. Und Jimi Hendrix war von mir einer der Favoriten, wobei es damals ja, weiß ich nicht, Hunderte gab. Ja, also ich glaube, selbst in Woodstock, da sind ja nur Große aufgetreten und den Film habe ich, weiß ich nicht, 5-6 Mal gesehen. Und natürlich hast du dann neben den Fußballbildern auf der einen Wand daheim, auf der anderen Wand habe ich gehabt, die ganzen Led Zeppelin, Eric Clapton damals habe ich geliebt, wie er mit Cream gespielt hat, mit Jack Bruce und mit Ginger Baker. Und ja. Und in der Zwischenzeit habe ich den Eric Clapton, also auch in der Stadt, hatte ich schon 3 Mal gesehen in den letzten Jahren. Einmal war er mit Instinkt da, glaube ich. Also Musik war, ohne dass ich jetzt begabt dafür war, aber meine zweite Leidenschaft nach dem Fußball. Mit vielen von denen, die du jetzt gesagt hast, habe ich auch das Privileg gehabt zu arbeiten. Ja, als genau. Ding. Ja, mit Jack Bruce, der ja nicht mehr so bekannt ist, aber ja sehr viele Nummern geschrieben hat für Cream und so weiter. Ja. Ich bilde mir aber ein, es war auch ein kleineres Konzert mit Monty Python und Krankl in irgendeiner, wo normalerweise Kabarettisten auftreten. Oder ja, die Location ist halt meistens so, dass es ein Orpheum ist. Orpheum? Es war ein Orpheum. Oder Metropol, genau. Und da bist du da gekommen, da warst du aber sehr lustig. Ja. Wenn ich das sagen darf. Ja, ja, lustig. Spaß gehabt hast man jetzt, lustig. Auf jeden Fall. Und lustig geht ja. Da muss man nicht das große Talent haben, aber dann kommt ja das Singen. Ja. Aber bis jetzt ist es mir noch... Was hast du da gesungen? Das Bummerl oder was? Oder? Nein, ich glaube, dass ich mit den Hans zusammen... ich weiß jetzt die rostigen Flügel. Ja, genau, die rostigen Flügel. Rostige Flügel hat ja. Der Text, glaube ich, geschrieben, der Willi Resetaritz und Kotterns Kapelle hat das damals mit Krankl aufgenommen. Genau. Und in der Zwischenzeit habe ich das auch jetzt die rostigen 100 Mal gesungen. Genau. Weil ich habe ja damals einen Film gemacht, also über dich durfte ich nie einen Film machen, können wir aber noch schade machen. Eigentlich. Ja? Nein, ich würde aber gerne machen, weil ich sagte, weißt du, was das Klasse war? Da war die Fußball-Europameisterschaft in Wien. Ja. Da ist der ORF zu mir gekommen, wenn ich mich recht erinnere, da ich habe es vorgeschlagen, das weiß ich nicht mehr, einen Film über Hans Krankl, und zwar über den Fußballer und über den Musikinterpreten. Okay, ja. So quasi Halbert, weil ich war nicht nur ein Prohaska-Fan, sondern natürlich auch Goleador. Also ich weiß, wie er das 4. Goal geschossen hat im Europacup-Finale mit Barcelona und so weiter. War und so weiter. Live im Stadion. Ja, und da bin ich nach Italien runter und habe unten auch gedreht, ja, sozusagen, und alles so wirklich mit Ding. Und dann war natürlich der musikalische Teil, war der Auftritt im Orpheum. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Hans, weil ich war damals ja auch immer, also Geschäftsmann war ich keiner, ich bin immer ein Kreativer, und gesagt, ich filme das ganze Konzert, wer weiß, für was wir es brauchen. Ja, ist dann aber auch ausgestrahlt worden. Und deswegen haben wir das mit dir auch mitgedreht. Ja, ja. Und ich habe sogar, glaube ich, Kamera gemacht und bin dauernd um ein Dummkreuz mit der Kamera auf der Bühne. Ich weiß, ja. Wirklich? Ja. Was warst du? Warst du sehr störend? Nein, gar nicht störend. Aber man denkt, so arbeiten halt die Großen heute. Nein, weil ich habe zu wenig Kameraleute gehabt und wollte eine Handkamera haben. Und wenn du nicht jetzt verbunden bist, ja, wo du sagst, Achtung, und jetzt kommt das Solo, ist ja jemand, der die Nummer nicht auswendig kennt, immer zu spät. Also
so haben, ja, gedacht, komm, das gebe ich her. Sehr anstrengend übrigens, ja, sehr verschwitzter Leiberl-Tour. Nicht so anstrengend wie, du bist ja immer gelaufen im Fußball, ne? Du warst ja quasi eine Laufmaschine. Ne? Ja. Sehe ich das richtig so immer in der Retrospekt? Würde ich schon sagen. Also ich glaube also sicher, dass ich also auch zu meiner Technik, die sicherlich die Spezialität war, dass ich aber trotzdem auch ein großes Laufvermögen gehabt habe. Ich wollte ganz einfach immer nicht überall dort sein, wo der Ball ist. Ja, und da musst du halt natürlich auch für rennen. Aber heute ist das eben das Problem. Ich habe also versucht, einmal bei mir zu Hause mir eine sportliche Kleidung anzuziehen und habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt laufen, schon nach meiner Karriere. Und das du hast gleich noch ein Outsend vom Leibwald, hast du gedacht, da nicht, oder was? Nein, ich bin nur einige hundert Meter bin ich gerannt. Und dann habe ich mir nachher gedacht, ein Wahnsinn, jetzt bist du da, da eigentlich dein halbes Leben jeden Tag gerannt. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt willst du noch privat laufen. ich habe es wirklich eingestellt. Also, ja. Noch dazu bin ich einer, der allein. Ich hätte es nie geschafft, wenn ich egal in welcher Sportart, als Einzelsportler hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Ja, weil dazu hätte man dann wirklich immer gefällt, ganz einfach dieser Ehrgeiz, sich zu quälen allein. Mhm. Ja. Für also mich die Mannschaft war der Mannschaftssport war gut, weil da kannst du jetzt nicht sagen, so jetzt freut es mich nicht, jetzt höre ich auf und da sind 25 Leute. Ja, ja. Also das war für mich, deswegen bin ich ein guter Fußballer, Gott sei Dank, geworden. In jeder anderen Sportart als Einzelsportler wäre ich wahrscheinlich an mir selbst gescheitert. So ganz interessiert, ja, weil du gesagt hast, von wegen mit deinem Vater. Mein Vater war ja, wie ich schon gesagt habe, kein großer Fußballfan, aber mit mir ist er einmal gegangen zum Stadthallenturnier. Ja. Und zwar ganz früh. Und dort warst du ja überhaupt der Chef. Ich meine, das hat er ja gehört. Ja, Stadthalle war, wir haben schon damals bei Ostbahn 11 im Nachwuchs haben wir immer so im Winter mindestens so ein, zwei Hallenturniere gehabt und so. Und ich habe das immer geliebt, weil erstens einmal, es gibt in der Halle kein Abseits. Das heißt, du brauchst also nicht aufpassen, wenn du anspielst. Es gibt die Banden. Du kannst einmal auf die Bande spielen und der Ball kommt zu dir zurück, ohne dass du einen eigenen Mitspieler anspielst. Also dieses Spiel ist mir ganz einfach gelegen und immer, ich habe es immer mehr geliebt. Und es ist dann wirklich so weit gegangen, dass die Stadthalle, das war das Einzige, ich war in der Stadthalle nervöser, als wenn ich gespielt hätte, Europacup oder Länderspiel. Wirklich? Ja, weil ich mir immer gedacht habe, das kann ich ganz besonders gut und das muss ich heute den Leuten zeigen. Ja? Und weil die Leute dann näher waren ein bisschen. Ja, klar. Das halt, ja. Da waren die Banden, ja, und alles. Und Stadthalle war natürlich damals immer mit 11.000 Zuschauern ausverkauft, sechs, sieben Tage, so hat immer begonnen, das Turnier am 26. Stefanitag. Herrlich. Da war die Wiener oft gut beim Start. Sehr haben gut. Wir sogar ein paar Mal gewonnen. Wir haben auch gegen die Wiener einmal im Finale gespielt und auf der Tribüne hat die Wiener, wir haben es nicht geführt, die Wiener hat ausgeglichen und mein Vater ist aufgesprungen. Ja. Und der Schwiegervater von mir ist daneben gesessen und hat geglaubt, mein Vater ist wahnsinnig geworden. Der hat nicht begriffen, dass mein Vater bei einem Tor von der Wiener aufspringt und der Bub spielt aber bei der Austria. Ja, Stadthalle war schade. Ich meine, die Zeiten haben sich natürlich geändert und die Termine sind mehr geworden und so weiter. Und ich wollte nur immer anzeigen, es ist immer dann gesagt worden, weil das immer weniger wurde, Stadthalle bis zum Schluss dann schon gar nichts mehr war, dass das, die Verletzungsgefahr zu groß ist. Und das ist der größte Blödsinn. Du spielst mit Turnbatscheln. Es tut zwar das Hinfallen weh, weil du hast einen Holzboden, den Parkettboden, der übrigens in Deutschland spielen sie ja nur auf so Kunstrasen. Mhm. Parkett ist perfekt. Also du hast da einen Fuß auch und so weiter, aber gefährlich ist es überhaupt nicht. Sag, eines hat mich noch interessiert sportlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, vielleicht liege ich falsch. Du hast doch dem Toni Polster den 100er als Teamchef sozusagen, also du hast gesagt, er wird nicht mehr einberufen. Da war er, glaube ich, drei Ländermatch vom 100er und er hat gesagt, er setzt sich nur mehr auf die Bank. War da nicht irgendwo, dann hast du gesagt, da brauche ich nicht. Also es ist nicht um die Anzahl der Spiele gegangen, sondern er wollte noch nicht aufhören. Aha. Ja?
Die Vorgeschichte war die, wir waren 98 bei der WM in Frankreich und der Toni. Da war ich übrigens. Ja, genau. Als Zuschauer. Ich war halt. Super. Ja. Hast uns keinen Klick gebracht. Ich weiß. Aber ich glaube, er hat ein Goal geschossen im dritten Match, gegen Chile oder irgendwas. Nein, im ersten Match. Im ersten. Unter die Latte geknallt, genau. Ja. Super Tor. Ja. Nein, ich mein, über den Toni brauchen wir nicht reden. Ich habe mit ihm einige Jahre zusammengespielt, dann in der Nationalmannschaft. Ich war dann eben seit Trainer in der Nationalmannschaft. Toni hat eine große Karriere hinter sich, ist der Rekord-Torschütze in der Nationalmannschaft. Und es war damals so, wir haben jeden Tag, hast du bei der WM Pressekonferenzen gehabt, der Teamchef musste immer gehen und hat halt immer andere Spieler mitgehabt. Aber der Kapitän war auch am öftersten. Und der Toni hat dort sicher gesagt, so 3-4 Mal, es ist so schön, dass es für immer ein richtig schöner Abschluss ist. Ja? Abschluss ist. Und hat immer davon geredet, okay, nach der WM, dann gibt es einen Umbau und so weiter. Und der ist für mich auch immer festgestanden. Ja? Weil ich gesagt habe, okay, ich muss dann wieder was Frisches bringen. Der Toni ist in einem gewissen Alter. Wir sind nicht so gut, dass wir immer angreifen und den Toni genügend Ballen hinspielen können und so weiter und so fort. So, und wie wir dann zurückgekommen sind, habe ich ihm dann das mitgeteilt, also dass ich ihn jetzt nicht mehr hole. Und wir haben gehabt, den Weltmeister Frankreich, war schon fix verpflichtet vor der WM für das erste Freundschaftsspiel in Wien. Da wussten wir noch gar nicht, dass die Weltmeister werden. So, jetzt kommt der Weltmeister. Jetzt rufe ich den Toni an und sage ihm, Toni, ein schönes Abschiedsspiel kann es gar nicht geben für dich. Das Stadion ist ausverkauft, der Weltmeister ist da, da kommen der Zidane, der Henri, alle Großen waren da aus Frankreich. Und sage ich, und du spielst und du kannst auch aussuchen, wie lange du spielst. Ja? Und plötzlich sagt er, na, aber ich will noch nicht aufhören. Sage ich, na ja, Toni, aber hoch. Ich muss ein bisschen da was Frisches bringen und so weiter. Ich halte ihn nicht mehr. Nicht? Es ist ihm damals, glaube ich, darum gegangen, dass ihm dann sein Berater oder Manager gesagt, schau, du bist noch immer bei Gladbach und in Österreich, wenn du noch immer zur Nationalmannschaft gehst, bist du noch immer zum Vermarkten, es kann noch immer Werbungen geben und so weiter. Und dann macht er mir den Vorschlag, also er kommt und setzt sich auf die Bank. Ach, so war das. So war das. Und ich habe dann gesagt, Toni, jetzt stell dir vor, weiß ich nicht, damals waren die Jungen, der Mario Haas und der Christian. Du sitzt auf der Bank und die spielen und, schlecht. Und, was nein, und die schießen, die vergeben zwei Chancen. Ja. Und da drinnen sitzen. Alle Polster. Na, so ist es. Und da habe ich gesagt, das will ich mir da sparen. Und er war dann, also wir sind heute die besten Freunde. Aber damals war er halt am Bass, weil ich ihn dann wirklich nicht geholt habe. Und aber war es nicht kurz vor dem 100. Ländermatch? Nein, ich glaube, es ist so, der Herzogan, die ist der. Der 100er. Ist der ist, glaube ich, über 100. Über 100. Ja, 103 oder sowas. Ja. Und aber ich glaube, im Polster war es eh wichtiger, dass er Rekordtorschütze ist, okay, ja, und nicht so sehr die Zahl. Okay. Und beim den, was ich, wenn man so will, einen Runden verhaut war der Jack Manfred, der ist bei, glaube ich, 79 stehen geblieben und hat das 80. nicht mehr gespielt. Ich verstehe. Wobei der Krankl ja bis heute, glaube ich, sauer ist, weil der ÖFB ein Match, was eigentlich ein Ländermatch war, nicht gezählt hat. Und immer wenn ich mit einem früher noch, jetzt glaube ich nicht mehr, das bis heute stimmt nicht, meine ich so sehr, hat er gesagt, nein, eigentlich habe ich eins mehr, weil da war irgendwas mit, weiß ich nicht, Tunesien oder so, ja, und das ist dann nicht gezählt worden. Aber er ist, ja, aber es ist nicht nur der Unterschied ein oder zwei Tore. Ich glaube, der Polster weiß ich nicht. Nein, ich meine jetzt von der Anzahl der Ländermatches. Ah, okay. Die Goal, da ist, okay, glaube ich, der Polster. Ja. Nein,
Aber du siehst, das ist nicht meine erste Ding. Naja, weil du sagst, von wegen Bass sein und nicht Bass. Ich habe das oft erlebt, wenn ich schnapsen war mit dem Ambros, mit dem Wilfried und mit dem Danzer. Und wir haben draußen gewohnt, ich in Burgersdorf ja. Und die in Breisbaum. Und der Wolfgang hat oft so Bauernschnapsrunden gemacht. Ja? Allerdings mit den alten Karten. Ja. Ja? Ihr habt ja vermutlich im Nationalteam mit den modernen. Baumeister ja, war ja ein guter Schnapser, oder? Wir haben nicht mehr geschnapst. Bei uns war dann schon schwarze Kotz oder Herzeln oder mit der Escalera würfeln. Oder Pokern vielleicht. Pokern hat es eigentlich, ich glaube, einmal ist Poker tun. Aber, ja, ja. Aber auf jeden Fall, die sind dort gesessen und der Ambros hat immer gesagt, Bauernschnapsen, Schnaps. Ja, also ist da Schnaps gesoffen worden. Bist du deppert. Ich bin immer zu spät gekommen, weil ich immer da hocken, noch ja. Im ORF oder was. Und dann, wo haben wir in Wien gewohnt, nach Breisbaum aussehen. Auf jeden Fall schnell, wenig gegessen, klug. Dann haben die einmal gestritten, der Wilfried und der Ambros, dass ich geglaubt habe, die kommen jetzt an die Gurgel. Ja, und nie wieder. Am nächsten Tag waren es die besten Freunde. Das habe ich auch in der Musik. Ja. Beim Bist du mit irgendwem verfeindet? Nein, oder? Kommen wir auf die Bässe? Du bist ja so ein netter Kerl. Naja, es wird vielleicht schon manche geben. Ich habe auch welche. Aber das ist halt so, für mich ist eigentlich wichtig, wirklich die, was ich einschätze als gute Freunde, die möchte ich nicht enttäuschen und die sollen bitte mich nicht enttäuschen. Weil wenn irgendeiner zu mir auf mich beiß ist oder was, mit denen ich eigentlich auch gar nicht befreundet bin, dann ist es halt so. Der mag mich halt nicht und muss man auch akzeptieren. Der Ambros wird sagen, 1000 Schaß. Genau. Ich sag halt dann, kennst du einen Satz mit Imi? Und wenn die dann verneinen, sage ich, was scheiß Imi. Ja, oder ein gutes Lied. Das werden wir schneiden müssen, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Ja? Was ein gutes Lied vom Ambros ist, was ich manchmal verwende, ist nichts scheißen, durchbeißen. Ja, Ambros, zum Ambros habe ich ja eigentlich aus dieser Szene damals wirklich eigentlich auch ziemlich viel Bezug gehabt. Ja, Austria, ne? Es war die Austria und dann war so ein gemeinsamer Freund, der bei der Versicherung gearbeitet hat und für mich Versicherungen gemacht hat und scheinbar für den Wolferl auch. Der hat uns einmal zusammengebracht, im 10. Bezirk. Da war der Wolfgang aber noch ziemlich scheu, weil ist er wirklich darauf bestanden, dass wir nicht draußen im schönen Wirtshaus sitzen, sondern wir sind zu dritt gesessen im Gastraum oder irgendwo, wo kein Mensch gesessen ist. Und dort haben wir sich halt unterhalten. Und ich weiß noch, wie ich nach Italien gegangen bin. Also es war mir so, dass ich in dieser Zeit, glaube ich, ja kein anderes Konzert auslassen habe in der Stadthalle. Und der Wolfgang mir wirklich Demobänder geschickt hat, nach Mailand, mit Brief dazu, so, ich soll mir die bitte anhören und soll ihm sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ja? Habe ich eh schon ein X mit erzählt, aber ist natürlich absurd, weil dann hat mich wer gefragt, was hast du ihm gesagt, was hat dir nicht gefallen? Sag ich, A, hätte ich mir das gar nicht getraut und B, hat mir von ihm sowieso alles gefallen. Und deswegen habe ich immer zurückgeschrieben, bitte alles bringen. Alles bringen. Doppelalbum machen. Genau. Und über den Fröstl habe ich halt dann, der hat mir nach Italien geschickt, alle seine Langschuhplatten und ja, war eine herrliche Zeit und ich glaube halt, der Wolfgang, ich mein, wenn ich heute noch nachdenke, der hat drei Tagen hintereinander die Stadthalle gefüllt. Ich hab's gefilmt damals, ja. Ja? Und das ist gigantisch. Mhm. Ja? Selbst dann in einem großen Falco ist das nicht gelungen. Mhm. Ja? Und muss man schon sagen, also der Wolfgang, ich weiß auch nicht, wenn ich heute so sehe, wenn er so kleine Sachen spielt und so weiter, denke ich zurück an die große Zeit. Und da sieht man aber, was der Mensch noch immer für eine Liebe hat zur Musik. Ja, weil ich glaube nicht, wenn er die Liebe nicht mehr hätte, dass er es notwendig hätte, dass er jetzt da auftreten muss. Ja, eben, zum Beispiel im Metropol oder im Orpheum. Und das ist halt wieder. Da sieht man, das ist sein Leben und er macht es halt noch immer. Was ist so noch deine Lieblingsmusik, wenn du so zu Hause
Ja, was hörst du gern? Oder was sind Bands? Jetzt wurscht, ob ja, ich habe das eigentlich so bunt gemischt. Ja. Also ich lege mir oft auf, klassisch, Pavarotti, eine CD, wo 50 Lieder um sind von ihm. Habe ich sehr gern. Austropop werde ich immer lieben. Ja. Überhaupt keine Frage. Jetzt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber so, aber zum Beispiel Seil und Speer. Ja. Weltklasse. Finde ich auch. Absolut. Ja. Weltklasse. Mein Vater war ein großer Jazz-Fan. Der durfte, weil wir haben ja auf zwei Zimmer gewohnt mit dem Großvater. Und wenn der Großvater daheim war, durfte der Vater nicht Jazz spielen. Und jetzt haben wir dann nur die ganzen Schlagerstars damals gehabt, ja, aus der Szene, Peter Alexander und Vico Toriani, wie die alle geheißen haben. Und wenn der Großvater ins Wirtshaus gegangen ist, hat der Vater schon die Jazzplatten aufgehängt. Und der Vater hat immer gehabt, den Harry James, den hat er hängen gehabt im Schlafzimmer. Oberm Bett Harry James. Ja. Und der Großvater hat ihm einmal, wie der Vater in der Arbeit war, Harry James genommen, aufs Klo getragen und hat ihm am Klo aus. Ja. Und alles aus dieser Zeit eben so, was weiß ich, meine ganze Familie ist Elvis-Fans. Mhm. Ja, wir waren vor, das wird jetzt auch schon wieder 10 Jahre her sein, haben wir wirklich gemacht, die Elvis-Tour nach Memphis. Und dann noch in Las Vegas, haben gewohnt im Heartbreak Hotel, das es ja jetzt nicht mehr gibt, und waren beim BB King im Lokal und so. Also bei mir ist es eigentlich so rundum mit vielen modernen Richtungen und so weiter, tut immer schwer, weil ich also keine Ahnung habe, wer die sind, obwohl mir da auch natürlich irgendetwas oder manches gefällt. Aber da bin ich halt, sagen wir, wie sie früher immer gesagt haben, schon zu alt dafür. Aber geh zu alt. Also schau, ich wäre 120 Jahre alt, ich bin gerade in der Lebensmitte. Also bei dir alles unter 100, alles unter 100 ist eine Enttäuschung. Ja? Also, das habe ich eh nicht mehr lang. Trotzdem. Du, weil du sagst, Familie ist nach wie vor ist ja der Anker, nicht? Für dich sozusagen, auch deine Töchter und alles. Das ist, ich meine, die Familie, die war natürlich immer Nummer eins und dann ist der Fußball gekommen. Und heute es hat sich nur noch umso mehr gesteigert. Für mich war halt immer Familie, meine Frau kriegt zwei Mädchen und das war gigantisch. Und dann kriegen diese zwei Mädchen jeweils einen Buben und einen Mal und ich bin dann Opa. Ich weiß nicht, ich war glaube ich schon mit 48 Jahren, weil mein großer Enkel ist heute 19 Jahre. Ja, und der Kleinste ist 8 Jahre. Es ist noch gigantischer. Und dann noch dazu, wir sind wirklich dann wie eine italienische Familie, die ganz einfach, wir haben also meine Schwiegermutter, die wohnt einmal bei uns seit 40 Jahren, seit wir nach Mailand gegangen sind. Jetzt sind wir zu dritt und dann gibt es jeweils 4 Stück mit großartigen Schwiegersöhnen, weil was ist deine größte Sorge, wenn du zwei Mädchen hast? Wem bringen die heim? Wem werden sie einmal heiraten? Ich glaube, meine zwei Töchter hätten es besser nicht raten können. Ich liebe meine Schwiegersöhne genauso wie meine Kinder. Und ja, und dann ist es so, dass es wirklich eine Familie ist, wo wir nicht sagen müssen, okay, kennst nicht einmal zu uns kommen auf Besuch, sondern bei uns ist zum Beispiel jeden Sonntag die Familie zusammen. Ja? Und Urlaub, was wir jetzt leider schon wahrscheinlich diesen Sommer auch wieder nicht machen können und vorigen Sommer auch nicht, aber im Normalfall gibt es Corona, gibt's sehr oft, unsere Kinder kommen zu uns und sagen, okay, Papa, schau, da können wir, fahren wir einmal in die Toskana, da gibt es ein super Haus. Können wir alle miteinander fahren, das passt von den Schlafzimmern. Und so, wir waren in Toskana, wir waren in Kroatien, wir waren in Spanien, auf Mallorca. Alle zusammen. Ja, und das ist für mich ein Lebenselixier. Es ist so, so schön, dass ich gar nichts anderes brauche. Ich meine, das ist es eben. Die Familie fängt da jetzt das auf, was ich nicht mit meinen Freunden habe. Ja? Die Freunde kannst du nicht treffen, weil auf das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Ich bin,
ich habe das sehr gern. Ich war ein großer Freundeskreis, würde ich mir einmal einbilden. Und die gingen mir jetzt am meisten ab. Aber es ist nichts zum Beklagen, weil meine Familie ist da und wir wohnen im Grünen. Also es ist nervig, diese Pandemie, aber es gibt wahrscheinlich Hunderttausende, denen es wesentlich schlechter geht. Du hast Corona gehabt, du hast Covid-19, ja. Bist da krank. Kannst du erzählen, wie das war? Weil ich war in Amerika, ich habe das nicht mitgekriegt, wenn es in den Medien war. Oder? Ja, wir haben also, wie gesagt, wir wohnen zu dritt zu Hause und meine Frau hat Symptome gezeigt mit Halsweh und mit Fieber und so und hat, ist wer gekommen vom Roten Kreuz damals, hat sie getestet und nach zwei Tagen haben sie gesagt, okay, das ist positiv und dann mussten wir uns separieren, was bei uns im Haus geht. Ich habe aber gesagt, dann zwei Tage später zu meiner Schwiegermutter, wir fahren jetzt gleich. Damals haben wir müssen sogar nach St. Pölten fahren von Klosterneuburg. Haben uns auch testen lassen und haben dann den Bescheid gekriegt, also wir sind auch positiv. Damit haben wir wenigstens gesagt, okay, das einzige Gute ist, wir brauchen uns nicht mehr separieren. Weil ausstecken können wir sie nicht mehr. Aber ich habe gehabt eigentlich gar nichts. Außer, dass ich den Bescheid, dass ich positiv bin und der Frau und der Schwiegermutter, denen ist schon schlecht gegangen. Aber Gott sei Dank nicht ganz so schlecht, weil meine Schwiegermutter, die ist jetzt im Jänner 90 geworden, also da hast du natürlich die meiste Angst. Mhm. Aber hat sich super erholt und wir waren jetzt Antikörper testen und so weiter. Die Ärztin hat mich gefragt, ob die Schwiegermutter schon geimpft ist, weil die hat so viele Antikörper, wie wenn es geimpft ist. Die hätte aber erst am 15. April jetzt. Hat sie aber deswegen, weil sie es schon gehabt hat. Genau, sozusagen, ja. Genau. Und mein Nachteil ist jetzt wieder der, also meine Frau und meine Schwiegermutter haben riesig viel Antikörper und ich kaum, weil ich auch eigentlich kaum was gehabt habe. Ja. Du hast eine leichte Version gehabt, ja. Sozusagen. Ja. Aber bei deinen Frauen zu Hause war es schon arg, oder? Ja. Ja. Also lustig ist das nicht, wenn man es schwer erwischt, oder? Nein. Ja, weil vor allem ist es dann so, du siehst es ja, also die haben kaum was gegessen und sind eigentlich wirklich nur gelegen und waren schwach und so weiter. Sie haben zwar dann einmal, ist von einem befreundeten Arzt gekommen, der so eine hochwertige Infusion gegeben hat, ja, die zwar nicht die Krankheit wegbringt, aber die ein bisschen das Immunsystem stärkt. Und darauf muss man auch sagen, ist es ihnen dann von Tag zu Tag besser gegangen. Und jetzt ist Gott sei Dank alles okay. Also zum Glück war es nicht so schlimm, dass es dann vielleicht Spitalaufenthalt ist. Das wünscht man niemand. Ich bin in Amerika, ich habe das deswegen, also ist jetzt nicht so lustig, ich bin mit dem in Amerika ausgegangen. Das ist nicht zum Spaß, weil da hat keiner eine Maske getragen. Ich habe die Maske getragen und das drüber, weil es waren ungefähr 30.000 Infektionen in Miami am Tag und keiner hat eine Maske getragen. Und da habe ich gesagt, mein Gott, Wahnsinn. Ja. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt scheiße drauf. Ja, weil du hast auch, es war ganz unklar, wie geht es und so. Ja. Ja. Reisen wollte ich auch nicht. Sozusagen, weil ich drüben das Mercury-Buch fertig geschrieben habe. Und meine Kinder konnten nicht kommen, weil Einreiseverbot für Österreicher war. Also es war nicht lustig. Ja. Und dann bin ich mit dem rausgegangen. Alle haben gelacht, aber ich habe es nicht gekriegt. Also ich habe in dem Epizentrum der Pandemie, bin ich Gott sei Dank nach Österreich gekommen. Und ich wünsche es niemandem. Ich kenne ein paar Leute, die das arg erwischt hat und wo es vor allem immer wiederkommt. Mhm. Ich kenne Leute, die glaubt haben, sie sind gesund, wieder in die Arbeit gegangen und dann kommt es wieder und so weiter. Also es ist kein Spaß. Ja? Ja, also, ja. Die Leute, die sagen, es gibt es nicht und es ist ein Spaß, die sollen einmal schauen, was manchen passiert ist. Ja, das glaube ich. Du, komm mal zurück. Ich meine, du hast eine wahnsinnig tolle Karriere. Du hast ein, wie auch du heute wieder gesagt hast, ein glückliches Leben, bist eigentlich zu beglückwünschen. Ich sage ja auch, meine beste Produktion sind meine zwei Buben. Ja? Ja. Also meine Söhne sind jetzt 17 und 14. Wenn die sagen, Papa, ich hab dich lieb, dann sind mir die ganzen Awards scheißegal. So ist es, genau. Aber wenn du jetzt so blickst und auch noch und natürlich Kommentator und so weiter, was glaubst du, ist das Wichtigste, was der Herbert Prohaska gemacht hat?
und sagen wir, hinterlässt in Österreich oder in der Welt, außer deinen Kindern und der Familie? Ja, also was ich hinterlasse, sicher nichts Wichtiges. Ja, das steht einmal fest. Aber wenn irgendwer einmal sagen würde, ich habe den Prohaska noch gesehen, so wie mein Vater mir erzählt hat, ich habe den Schindler gesehen. Und der sagt, ich habe den Prohaska noch gesehen und der war ein unglaublicher Kicker. Dann hätte ich was hinterlassen. Ja, nämlich schöne Erinnerungen und so weiter an mich selber. Aber was ich jetzt selbst geleistet habe, da ist nichts Wichtiges, außer eben die Kinder. Ja, die aber nicht nur ich hinterlasse, sondern natürlich meine Frau, würde ich sogar sagen, in erster Linie. Ja. Ja, sagen wir, unser Beitrag beim Kindermachen ist ja relativ gering. Auch aber wichtig. Stimmt. Nein, aber du warst schon ein klasse Kicker. Ja, aber von Weltklasse-Format. Also es ist überhaupt so, das, was ich eigentlich immer wollte, ist halt so, wenn Leute mich fragen, was, du rauchst dort Zigaretten, du bist aber dann so ein schlechtes Vorbild. Ja? Und dann sage ich, schau, ich bin Fußballer und da will ich mit meiner Leistung Vorbild sein. Und wenn dann Kinder sagen, so möchte ich auch werden, das möchte ich auch werden, der Fußballer, dann sage ich, okay, super, da bin ich Vorbild. Das Rauchen ist wieder, da kann ich kein Vorbild sein, natürlich, weil es war schrecklich, wenn ein Kind sagt, der raucht, jetzt fange ich auch zum Rauchen an. Das war das Schlimmste. Ja? Aber das ist eben das Private von mir. Da will ich und kann ich auch kein Vorbild sein. Ja? Aber wichtig ist mir, und da bin ich sicher, so wie du zuerst gesagt hast, von Glück begünstigt, dass ich bis jetzt ein sehr, sehr schönes Leben hatte. Mit sportlichen Tiefpunkten oder, weiß ich nicht, Tod meiner Mutter und Vater, was aber jetzt schon wieder länger her ist. Mein Vater ist zum Beispiel mit 62 Jahren gestorben. Ja, Wahnsinn. Meine ist auch sehr früh gestorben. Ja, meine Mutter ist wenigstens 81 geworden. Aber sonst, so ist halt der Lauf der Dinge. Ja. Und ich bin rundum zufrieden und ich hoffe, so wie man in Wien sagt, soll nicht schlechter werden. Dann wird nichts geschenkt. Ich wollte eigentlich aufhören, aber jetzt hast du mir noch auf einen Gedanken gebracht. Das ist interessant, mein Vater ist auch sehr früh gestorben, also auch Mitte 60, wenn man nicht stirbt. Ja. Meine Mama ist bis 90 geblieben und jetzt auch im Himmel. Wie beide tot waren, das war ein komisches Gefühl für mich. Also wenn du sozusagen eine Mutter auch nicht mehr hast. Ja. Ja? Weil plötzlich merkst, hoppala, da habe ich schon meine zwei Kinder. Meine Mama war ja irrsinnig glücklich, weil ich habe ihr noch Enkeln geschenkt. Ich habe gesagt, du kriegst nie Kinder. Meine Schwester hat viel früher zwei Kinder gehabt. Und da war sie noch glücklich. Aber wie plötzlich Mutter und Vater weg sind. Und ja, du merkst, weißt. Gut, bei mir, würde ich so sagen, bei mir war halt das so, das eine war, dass der Vater, der hat eigentlich nie eine Krankheit gehabt und war kaum beim Arzt. Der hat mir immer stolz erzählt, er war beim Arzt und hat sich wieder den Blutdruck messen lassen. Ja, und sage ich, ja, aber Gott, das ist ja alles zu wenig. Nur, dass du jetzt den Blutdruck misst und der sagt, der Blutdruck ist gut und sonst macht er, hat er nichts anderes gehabt, aber nie im Spital, hat gar nichts gehabt. Und dann plötzlich ist der ist zusammengebrochen. Und hat ein komplett Organversagen gehabt und auf den Weg ins Spital tot. Das ist dann ein Wahnsinn, ja, wie mir die das gesagt haben. Das haut die fast um. Bei meiner Mutter war es halt wiederum so, wo du mit Abstand natürlich, weil klar, es ist traurig genug, wenn die Mutter geht. Aber meine Mutter hat schon gehabt eine gewisse Demenz, hat gehabt Schlaganfall und Herzinfarkt zweimal in Oberschenkelhals gebrochen und war, glaube ich, in Wien in jedem Spital. Und dann mit Abstand ist es halt dann so, dass du sagst, okay, es war für sie sicher eine Lösung. Und auch wenn es egoistisch klingt, aber auch für uns dann.
Ja? Weil meine Mutter wollte nie in ein Pensionistenheim gehen. Jetzt haben wir, sie hat eine Pflege gehabt und ich bin Minimum einmal oder zweimal in der Woche hingefahren. Sie hat auch eine Menge Pulver nehmen müssen. Und weil die Demenz halt schon begonnen hat, jetzt habe ich müssen schauen, dass die ja kein falsches Pulver nimmt. Und du hast jeden Tag eine Angst, wo du nicht da bist. Also ich glaube, es war für uns alle. Aber du hast natürlich recht, wenn dann die Eltern weg sind und du hast das nicht mehr. Aber da fängt dich eben dann blitzartig eine großartige Familie auf. Und die habe ich. Angefangen von meiner Frau und von meiner Schwiegermutter bis hinunter zur Kleinsten. Wobei die halt auch, was weiß ich da. Wie heißt die Kleinste? Die Kleinste heißt Ella. Ja, ist wie alt jetzt? 8 Jahre und wenn ich zu ihr sage, Ella sagt die Wahrheit, sage ich, ich sage nicht die Wahrheit. Ja? Du sitzt und aber auf der roten Couch, das passt, da darf ja, man nicht liegen, haben wir gesagt. Da darf die Ella nicht her. Ja, oh ja, da bringt sie einmal mit. Die ja. Sagt. Und dann gibt es den Elfjährigen, der mit mir immer, jetzt habe ich ein bisschen, ich muss irgendwann Hüftoperieren gehen. Das heißt, kann nicht mehr so viel bewegen. Und mit denen habe ich immer im Keller Fußball gespielt. Ja, und der, so jetzt hast du den kleinen Enkel, jetzt lässt du ihm natürlich gewinnen. Ja, was mir eh schon wirklich schwer fällt, dass ich den gewinnen lassen muss. So. Selbst den kleinen Knirps? Ja, und dann geht er auf und sagt zu meiner Tochter, Mama, du sagst immer, der Opi war so ein guter Fußballer, der hat gegen mich noch nicht einmal gewonnen. Nein, aber sie wissen schon, wer du bist, oder? Ja, also anflugsmäßig. Die Großen auf alle Fälle. Und ja, und die Kleinen, man, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir als Opi gern haben, als Fußballer muss nicht sein. Da gibt es eh andere, die mich gern haben. Und du bist ein guter Opi, davon gehe ich aus, ne? Ja, immer. Die Bezugsperson ist natürlich die Omi, weil die war schon bei unseren Kindern klar. Ich war der Fußballer. Und die Frau hat die Kinder gekriegt, die Kinder mit der Schwiegermutter erzogen. Und ich bin heimgekommen und durfte der gute Papa sein. Ja, weil klar, schimpfen, ich war einen Tag daheim und 4 Tage wieder weg, da schimpfst du natürlich nicht. Und wenn sie daheim Schimpfer gekriegt haben, haben sie immer gesagt zur Mutter, wart, wenn der Papa heimkommt, den sagen wir alles. Herbert, ich sage vielen, vielen Dank. Für ein sehr, sehr offenes, persönliches und reizendes und, wie ich hoffe, auch interessantes Gespräch. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Danke vielmals. Ich habe heute, glaube ich, hast du heute die Leserbriefe gelesen? Das ist der Abschluss in der Kronenzeitung, wo ihm irgendwer schreibt, so quasi, du bist am absteigenden Ost, weil du hast Freddie Mercury, Mike Jagger und was weiß ich. Und jetzt kommst du mit dem Kavalier daher. Und was werden die jetzt schreiben, wenn ich da sehe? Aber es stimmt, du hast natürlich eine Riesenkarriere gemacht. Na, ich bin immer noch mittendrin. Das meine ich ja. Nicht gelesen, das meine ich ja. Bisher. Ich bin ja auch noch mittendrin. Nur spüre ich nicht mehr selber. Ja, ne? Ja. Aber, nein. Aber es ist natürlich schon für mich. Macht mir sehr, sehr viel Spaß, dass ich, weil ich logischerweise ja auch dich verfolgt habe und vieles, was jetzt ja auch in der Pandemie sehr oft gekommen ist, von dir gesehen habe. Ja, und ich meine, Mercury und solche Leute, da würden manche das Leben geben, wenn sie mit denen sie unterhalten. Ja, ich habe ein Buch geschrieben in Amerika. Ich habe die Pandemie genützt, um ein Buch über Freddie Mercury zu schreiben. Das heißt, mein Freund Freddie, und mich dazu entschlossen. Schau, warum ich das mache bei Krone TV, und mir war völlig klar, dass das sozusagen, ich weiß, was Österreich ist. Ich bin Österreicher. Aber es war auch ein anderer Leserbrief heute drinnen, der gesagt hat, großartig und nur so weitermachen. Nein, schau, ich kann dir das erklären, oder das weißt du eh schon, es war so. Punkt 1. Wie ich junger Journalist war, habe ich mit dem Herrn Dichern Senior zusammengearbeitet. Und da war ich schon beim ORF, war ich schon mit 17 und alles Mögliche. Und ich war früher beim Kurier. Ich habe 7 Jahre lang Kolumnist beim Kurier. Und dann war ich bei der Krone 5 Jahre lang. Und das war ein großer Zeitungsmacher. Ja, das war ein großer Mann. Ja. Wir sind darauf gekommen, dass wir beide tauchen. Wir haben sogar einmal unsere Tauchfilme gezeigt und alle Prominenten haben hingekommen müssen. Und so. Und da hat Herr Dichern gesagt, komm, das machen wir und so.
Krone TV, schau, ich habe Herausforderungen immer geliebt. Ja? Ich habe gegründet Viva, den Musikfernsehsender, der MTV in Deutschland abgegraben hat, bis MTV dann es gekauft hat. Ja. Ich habe bei Servus TV, sozusagen bin ich eingestiegen in einer frühen Phase mit Herrn Mateschitz, weil ich den Herrn Mateschitz sehr geschätzt habe und habe geholfen, mit meinen Austropop-Sendungen das hochzubringen. Und ich habe Premiere mitgegründet, das heutige Sky, ja? Was ja auch nicht so schlecht ist. Und da gibt es eine Chance, wo man etwas entwickeln kann, ja, Krone TV. Und ich habe nicht immer Herausforderungen, haben mich gereizt. Ich wäre wieder nachher in Amerika, nach wie vor eine Firma. Du hast gemacht vor, im November habe ich gemacht, die zweitgrößte Musikfernsehshow der Welt für HBO, die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja? Ja. Und jetzt mache ich Krone TV. Das ist für mich kein Abstieg. Das ist genauso, wie es nie war, dass wenn ich ein Ambros-Video oder ein Falco-Video mache und dann mache ich die Stones, sage ich, okay, da gebe ich 100% und die Österreicher mit dem linken Finger. Nie. Ja. Und mir völlig wurscht. Das ist ja unser Problem oft in diesem Land, dass wir unsere eigenen Leute schlecht machen. Ja. Ja? Weil zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, okay, mir gefällt die Musik von Cavalier nicht, aber du musst das ja schätzen, der Mensch, der geht in München ins Olympiastadion und das Stadion ist voll. So oder Bruce Springsteen, der hat es auch, da war ich, okay. Ja, so beide, ist es. Beide waren bumm voll. So ist es. So, und andererseits wiederum, du da sitzt, glaube ich, schon vor mir ist gesessen, Stefan Rusowitzki, ja, ein Oscar-Preisträger. Ja. Ich habe für Kelly seine Werbe, ich weiß, zwei oder drei Werbesachen draht und der Stefan hat damals nichts zu tun gehabt und wurde da engagiert. Ich habe einen Werbespot gedreht mit einem Oscar-Preisträger. Ja? Und das kann man nicht schlecht machen. Ja, ja, solche Leute. Also wir haben auch unsere Stars in diesem Land, natürlich, so wie die ganz großen Superstars, geht nicht, aber die kannst du ja auch nicht immer haben. Na schau, und das war eine ganz eine klare Überlegung, sowohl von Krone TV aus meiner Wenigkeit, zu sagen, wir nehmen einen polarisierenden ersten Gast, damit möglichst viele Leute sagen, hoppala, das gibt's jetzt. Und das ist uns gelungen. Ja, ja? Genau. Und was meine Person betrifft, schau, viel eher, viel Neid. Ja, ich bin drauf gekommen, wenn ich in Amerika, und das mache ich nach wie vor, jetzt habe ich einen ganz großen Preis gekriegt, rufen mich mindestens 5 oder 6 amerikanische Regisseure an und sagen, gratuliere, super. Ja, die mit dabei waren und uns auch gern gewonnen hätten. Ja. Ich habe jetzt einen Preis gewonnen, früher geschaut, den hat von mir der Martin Scorsese, der Francis Ford Coppola Und da rufen die, wenn ich in Österreich, ja schon wieder und so, das ist halt so. Ich liebe Österreich und ich werde mir es auch nicht mies machen lassen vom typischen Grandler, aber das ist ja ganz klar, also sozusagen. Immer Leute, was weiß ich, später habe ich auch so Fußballern gesagt, waren so im Stadion so Sprechchöre waren, weil die waren von den Rapidanhänger gegen mich, von den Austrianhänger gegen den Krankel, dann später gegen den Polster oder so. Völlig wurscht. Aber ich habe immer gesagt, Kinder, glaubt mir, wenn ihr keine guten Spieler seid, dann gibt es keine Sprechchöre. Ja. Die gibt es nicht. Also das heißt, und wenn sie noch so ordinär sind, es ist eine Anerkennung. Und so muss das aufnehmen. Und nicht jetzt eine Frechheit wie mit Schimpfen und Beleidigen. Ja? Also, so ist es. Aber ich wünsche dir, und brauche das gar nicht wünschen, weil das wird sowieso gut. Ich sage Dankeschön, vielleicht kommst du ja mal wieder. Und ich sage Dankeschön zum Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war Ohne Maulkorb mit Dolezal und mit Herbert Prohaska. Und weil er es gesagt hat vorher, ich habe Prohaska noch spielen gesehen. Ja. Und sage am Schluss wie immer, Love and Respect.